Der dritte Trick ist ein sehr einfacher Trick zum Machen. Und zwar ist das ein Dragbag. Und mit dem Dragbag könnt ihr Richtungsänderungen machen. Und zwar kann man den Dragbag in jede Richtung machen. Man kann den Dragbag gegen Kinder machen. Man kann den Dragbag antäuschen und wieder gegen Führer machen. Man kann auch einen Fake-Dragbag machen. Für einen Dragbag braucht ihr in genauer Zeit zwei Tasten. Und zwar braucht ihr die RS-Taste und den linken Stick für die Richtung anzuzeigen. Wenn ich also einen Dragbag antäusche, das heisst gegen hinten und wieder gegen vorne, tue ich zuerst den Ball gegen hinten und wieder gegen vorne. Natürlich kommt es immer darauf an, in welcher Richtung das der Spieler steht. Wenn man einen ganz normalen Dragbag gegen hinten oder gegen die Seite will, führt er einfach den Stick in die entsprechende Seite, in die entsprechende Richtung halten.